Habt ihr schon einen dreibeinigen Mann gesehen? Aber sonst ist alles in Ordnung. Herzlich willkommen in der Welt der interaktiven Geschichten. Ich bin Kiki und das ist mein heutiger Gast. Samuel. Aha, Sam. Wir gucken uns erstmal hier um. Echt ein netter Kerl, aber auch ein armer Topf. Also diese Wortspiele hier. Er sieht köstlich aus. Mensch oder Hühnerklos? Das ist Max. Ach so. Gut. Ich dachte, das Ding hier... Ja, da ist doch Haar auf dem Boden. Stimmt. Es ist ein räudiges Büschel Fell von Bruno. Ich glaube, es wäre ein totschickes Toupet für Programmierer mit Haarausfall. Okay. Sei nicht albern, Max. Nimm es. Oh. Ja, der hat drei Beine hier. Erinnert mich irgendwie an Kafka. Die Verwandlung. Insekten, Junge. Menschliches Rätsel. Was ist das? Jesse James, abgetrennte Hand. Und sie zuckt noch. Also das ist es, was man mit dem dritten Präsidentschaftskandidaten macht. Kannst du diese Waffe nehmen? Welche Waffe? Ach, das? Nee. Glaub nicht. So. What? Die Hand kann ich nehmen. Okay. Ja, ich meine. Doch, gut. Wir nehmen alles, was wir kriegen können. Mehr nicht. Kann man, man kann mit ihnen sprechen, natürlich. Hi. Okay, gut. Perfekt. Jetzt wissen wir alles. Ich möchte noch mehr wissen. Hallo. Okay, cool. Hallo. Hallo? Okay, jeder hat fast ein Geräusch. Ich habe alle Geräusche einfach so gemacht. Ja. Miau. Mit welchem von euch spreche ich denn? Mit mir. Mit also. Ihm. Okay. Wer waren diese Kerle, in die wir vorhin beim Eingang gerannt sind? Welche Kerle? So ein kurzer Typ mit mächtig viel Haar. Der andere war so ein langer mit großen Händen. Oh, ihr müsst von dem international bekannten Plattenstar Conroy Bumpus reden. Und sein Assistent, Lee Harvey. Bumpus? Wer ist Conroy Bumpus? Er ist ein Strolch. Verrückt. Und ein Country-Sänger, um es auf den Punkt zu bringen. Er wollte Bruno und Trixie von uns kaufen. Junge war der geladen, als er rausfand, dass wir die beiden nicht mehr hier haben. Was könnt ihr uns über Trixie erzählen? Sie ist eine sehr fürsorgliche, sensible junge Frau. Wenn ihr euch für so etwas überhaupt interessiert. Sie sang Folksongs mit den anderen Entarteten in ihrem Wohnwagen. Habt ihr je Folk aus New Jersey gehört? Nein. Ihr möchtet es auch gar nicht. Oh, da war noch etwas. Sie mag Männer, die der Freiheitsstatue ähnlich sind. Grün und rostig? Groß und beschränkt. So wie ein Yeti vielleicht? Gibt es noch mehr, was ihr uns über den entflohenen Yeti berichten könnt? Nun, er ist unser Yeti. Er flüchtete. Er ist eine Geisel der Menschheit. Was müsst ihr denn sonst noch wissen? Er hat recht, Sam. Ich glaube nicht, dass mein Schädel auch nur ein Quäntchen mehr an Informationen aufnehmen kann. Na gut, dann gehen wir. Obwohl... Wo kauft ihr eure Klamotten? Das sind keine Klamotten. Unsere Haut ist von Natur aus grün und plastikartig. Grundgütiger. Wie du auch. Blödsinn. Ja, aber ich bin niedlich und knuddelig. Ach so. Na gut, wir gehen dann lieber. Schön, zurück zur Yeti-Jagd. Tschüss. Ah, was gibt's denn hier? Trixie wohnte da. Ah, Trixies.
Elefanten. Das ist die Tür zu Trixies Wohnwagen. Hört sich an wie der Titel eines Country-Songs, Sam. Ich sollte mich vielleicht erst einmal um das Vorhängeschloss kümmern. Ich glaube, das Schloss wurde schon dazu benutzt, mich am Betreten des Wohnwagens zu hindern. Haben wir irgendwas Praktisches? Pfeil. Pfeil? An die Pfeile, ja. Also, die Pfeile. Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Na gut. Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Was ist eigentlich hier mit dieser... Ein tragbares Carbomb-Spiel. Kann das was? Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Ja, ich glaube nicht. Sowas Doofes. Ich würde da gerne rein. Aber wir gucken mal hier. Es ist eines dieser Kirmesspiele, die man unmöglich gewinnen kann und die einen finanziell ruinieren. Ich liebe den Kapitalismus. Ja. Oh. Irgendwas ist so da. Ja. Was ist das? Es ist eine goldfischglasmäßige Vergrößerungslinse. Kann man bestimmt irgendwas anzünden. Mein Kopf sieht sowieso schon wie ein Goldfischglas aus. Damit kann man bestimmt irgendwas irgendwie Feuer machen später. Und das? Das hatten wir schon. Es ist ein herrliches Bratz-das-Vieh-Spiel. Das kann ich nicht aufheben. Oh, ein Minispiel. Oh. Muss auch treffen. Ja, für die Leute zu Hause, ich habe die Punkte verstanden. Also links ist, wie oft du getroffen hast. Und rechts? Wie oft man es versucht hat? Achso, ja, andersrum. Achso. Links ist die Versuche und rechts ist die Treffen. Nee, das geht ja nicht. Irgendwie hast du gewonnen. Ey, jetzt habe ich 20 Mal getroffen. Aber du hattest 40 Chancen. Okay. Ich habe etwas gewonnen. Ja, da kam irgendwas raus. Schön. Eine Taschenlampe. Ah. Das ist bestimmt noch mal sinnvoll. Hallo. The Cone of Tragedy. Wenn ich nicht wüsste, dass dieser Kerl hochgradig professionell wäre, hätte ich jetzt eine tierische Angst. Der ist bestimmt professionell, ja. Hi. Entschuldige uns, aber wir brauchen Hilfe. Und weil du so überhaupt nicht geistig ausgestattet zu sein scheinst, gehirnmäßig, kommen wir zu dir. Ich und mein Partner würden gern mit dem Kegel der Tragödien fahren. Das ist richtig. Wir haben unseren Lebenswillen verloren. Oh Gott. Ich weiß nicht recht. Ach zum Teufel. Ihr zwei seht aus wie sorgsame, friedliche Vierbeiner. Hängt euch selber auf und ich schmeiß den Kegel an. Ist das gut? Weiß nicht. Huch. Ach du meine Güte. Oh wow. Das sieht nicht gesund aus. Oh Scheiße. Oh nö. Das ist also die Tragik dahinter, ja. Oh Gottes Willen. Gut. Au, das hat bestimmt Spaß gemacht. Oh Gott. Geht's dir gut, Sam? Okay. Okay. Das war okay. Scheiße. Ach, ich fühle mich auf tragische Weise leer. Ich auch. So, als ob ein wichtiger Bestandteil meines Innern aus mir herausgerissen wurde. Lass uns gleich noch einmal tun. Danke. Vielleicht später, Kamerad. Ich möchte noch ein bisschen sprechen. Wirst du uns helfen? Kommt ganz drauf an.
Was willst du? Hast du eine Ahnung, was mit Trixie passiert sein könnte? Trixie? Das Mädchen mit dem Giraffenhals aus Scranton? Nein, Trixie, der sprechende Pudel. Sie war mein bester Kunde. Sie konnte mit dem Kehl der Tragödien stundenlang fahren, ohne Unterlass. Ich liebte es, wenn ihr Hals vor und zurückwippte, wenn ich den Kehl voll aufgedreht hatte. Dein Sadismus beweist deine Professionalität. Super. Was weißt du über Bruno den Yeti? Wer will denn das wissen? Wir sind die Freelance Police und wir sind in einem Rennen um Leben und Tod. Und wir sind baff. Alles, was ich über Bruno weiß, ist das, was die Cashmans mir erzählt haben. Nun, das war jetzt eine nutzlose Aussage. Aber vielleicht solltet ihr mal den Tunnel der Liebe versuchen. Ein Gerücht besagt, dass einer von Brunos Kumpeln da drinnen ist. Och, lass uns gehen, Sam. Ach, verschwinde. Okay, noch irgendwas? Geht ihr Typen alle zum gleichen Tätowierer, oder was? Um ehrlich zu sein, das sind keine Tattoos. Meine Haut ist so. Gut. Tschö. Mehr wollen wir nicht. Wollte ich auch gerade sagen. Gehen wir lieber mal weiter und gucken, was es hier noch so Wunderbares gibt. Irgendwie da hinten gibt's Fun. Ach so, hier sind wir. Okay. Lost and Found. Um Himmels Willen. Nichts Persönliches, aber sie sind die hässlichste Person, die wir je gesehen haben. Nicht persönlich, nicht. Nun, es gab da diese Konferenz für Entwickler von Computerspielen. Habt ihr etwas verloren? Ich glaube nicht. Ich verlor meinen jugendlichen Enthusiasmus und mein knackiges, gutes Aussehen. Wenn ihr nichts verloren habt, dann verschwindet aus dem Fundbüro-Zelt. Okay. Wie empfindsam. Okay, was brauchen wir noch? Können wir hier irgendwas noch verwenden? Ich glaube nicht, dass ich die psychotischen Kräfte besitze, um die Glocke klingeln zu lassen. Wir brauchen einen Hammer, aber haben wir nicht, ne? Hey, was ist mit meiner sorgsam gefüllten Kiste voll Zeugs passiert? Ja, jetzt hast du was verloren. Ja, aber hallo. Du sagst den Mickler. Ich komme immer noch nicht über ihre unglaubliche Groteskheit hinweg. Ja! Verloren? Ich habe einen ganzen Haufen gesammeltes Zeugs verloren. Habt ihr einen Berechtigungsschein? Nun, wir... Glaubst du wirklich, wir lassen jeden Kerl mit Hundefresse im Anzug einfach reinkommen und unseren Kram mitnehmen? Kommt wieder, wenn ihr einen Berechtigungsschein habt. Wie kriege ich denn den? Reizbar. Ja, wir haben ja gar nichts. Ja. Hallo, wie kriegen wir denn einen Berechtigungsschein? Tut das nicht weh? Ganz schön. Ich glaube, es gibt dabei einen Trick. Bis jetzt habe ich ihn noch nicht herausgefunden. Deine Dummheit gibt all denen Hoffnung, die sich wie ich am unteren Ende der Nahrungskette befinden. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Was wissen Sie über Trixie? Absolut nichts. Wir haben nie miteinander geredet. Niemals. Sicher? Haben Sie mit Bruno gesprochen, bevor er flüchtete? Wie hätte ich das machen sollen? Er saß in einem Eisblock. Er weinte nicht mehr. Sind Sie sicher, dass Sie nichts über Conroy Bumpus wissen? Er ist ein Country-Sänger, nicht wahr? Tut mir leid, ich weiß nicht viel über ihn. Ich bin eher ein Mambo-Fan. Okay, gut. Sonst noch was? Ich wette, Sie können keine Flammen aus Ihrem Hintern schießen lassen. Amateur. Ja, gut. Nee. Gut. Okay. Was gab's denn hier noch so? Die Cashman-Brüder-Shows. Mülleimer. Okay. Gehen wir mal nach hinten. Da ist der Tunnel der Liebe. Guck dir mal die Ente. Oh mein Gott, der ist ja schwarz.
Und das sieht echt... Das Spanner ist kaputt. Ja, ziemlich. So, dann fahren wir mit. Wir brauchen ein Freiticket. Haben wir das nicht? Ach, haben wir nicht mehr, ne? Hat der verloren. Shit. Ja, okay, dann müssen wir... Dann müssen wir woanders. Ah, dann sind wir hier. Und dann... Ja, okay, wahrscheinlich müssen wir... Vielleicht fragen wir die Brüder nach dem Berechtigungsschein. What? Was tun sie da? Mit welchem von euch spreche ich denn? Mit mir. Mit ihm. Wie war das nochmal mit Conroy Bumpus? Erwähnt diesen Namen nicht in unserer Gegend. Er ist ein kranker Schnösel. Ich habe echt alles vergessen, was ihr uns über Trixie gesagt habt. Sie ist ein nettes Mädchen mit Vorliebe. Okay. Seid ihr sicher, dass es nichts mehr gibt, was ihr uns über... Mir okay. fällt nichts ein. Aber... Wo kauft ihr eure Klamotten? Das sind keine Klamotten. Unsere Haut ist von... Grundgütiger. Wie du auch. Ja, aber ich bin nie... Oder, ja. Habt ihr jemals an eine Operation gedacht? Weswegen? Ich wette, das Leben ist für euch eine unglaubliche Qual. Um ehrlich zu sein, nein. Sprich nur für dich selbst. Ja, okay. Schön, zurück zur Yeti-Jagd. Aber wir brauchen doch... Ja, vielleicht müssen wir ja wieder gehen. Ja, okay, das kann auch sein. Dass wir hier auf der Kirmes erstmal fertig sind. Okay. Es gibt jede Menge Burgerläden, aber vielleicht gehen wir einfach erstmal. Gibt es vielleicht auch irgendwas in unserem Büro? Ach, die Katze ist weg. Mein Gott, der hängt da immer noch. Er spricht auch nicht. Komisch. Ja. Die kann man benutzen. Unnötige Gewaltanwendung ist mein also. Spezialgebiet. Ach so. Du bist ein liebenswerter Bengel, Max. Super. Kann man da rein? Nee. Aber wir gehen in unser Büro. Okay. Kann man irgendwas nehmen noch? Oder können wir uns selber was basteln oder telefonieren? Wir haben keine Zeit für alberne Telefonate. Okay, hier rüber. Können wir irgendwas nehmen? Irgendwas können... Nee. Nein. Okay. Dann nicht. Das hier vielleicht. Aber der wirft das nur wahrscheinlich. Ja. Okay. Oh, Licht aus. Ja. Interessant. Interessant. Im Dunkeln. Wir haben keine Zeit für alberne Telefonate. Das kann ich nicht aufheben. Sonst gehen. Okay, nach oben geht er nicht. Also gehen wir wieder runter auf die Straße. Da steht, Vehicles will be stolen. Oh. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Fahrzeuge werden gestohlen. Super. Was machst du da? Ich geh mal das da reinpixeln. Ja, gut. Oder war da... Jetzt... Okay. Dieser Briefkasten. Diese Briefe, ja, genau. Den hab ich auch mal... Ja, okay. Ich geh nochmal zurück. Jemand hat den Briefkasten geknackt. Die Post klauen? Bist du noch ganz dicht? Das ist ein völlig unbrauchbares Ding. Vielleicht kann man da... Kann man unter diesem Zaun durchgehen? Eigentlich? Nee, kann man nicht. Schade. Es sah so aus, als... Ja, ne? Okay. Dann doch ein Zirkus. Ja.
brauchen einen Berechtigungsschein, aber... Oder muss, ja. Aber das muss man den Einer sagen, ob der im Zirkus, ob der das Liebe-Ding anschaltet oder so. Der hat uns da empfohlen. Oder kann man diese Mücke? Nee, kann man nicht. Hab ich schon gedacht, weil man macht das in Abenteuern so. Ja. Fröhliche Musik. Da ist er. Wirst du uns helfen? Kommt ganz drauf an. Was willst du? Ja, ein Grundführer. Wo ist denn all mein cooles Zeugs hin? Das muss aus deinem Mantel hier fallen. Hier ist ein Berechtigungsschein für das Fundsein. Na, wunderbar. Genau den wollten wir. Wer ging da? Wir gingen zu ihm wegen was ganz anderes. Ist auch gut. Aber gut, dann kriegen wir halt unsere Sachen wieder und dann haben wir ein Freiticket. War das hier? Nee. Wollten wir hier rum, ne? Genau. So. Jetzt verstehe ich, wieso die Sache verloren haben, ne? Ja, ja, wenn du einmal so geschleudert wirst, dann ist halt alles weg, ne? Ich komme immer noch nicht über ihre unglaubliche Groteskheit hinweg. Habt ihr etwas verloren? Ich habe einen ganzen Haufen gesammeltes Zeugs verloren. Habt ihr einen Berechtigungsschein? Sicher. Warte hier, während ich mal das Lager durchwühle. Welches Lager? Nun, sicher ist der ganze Kram, den wir heute beim Kegel der Tragödien von Gott alles gehört alles uns! Yay! Ja, die hat sich bei der Tragödie umgekehrt. Ja, ich fühle mich wieder vollständig. So, ja, gucken wir mal nach. Haben wir noch irgendwas? Geld haben wir? Es ist aber nichts dazugekommen, oder doch? Was ist denn das? Es ist ein starker Kühlschrankmagnet, auf dessen einer Seite Welt der Fische steht. Ja, guck mal. Ich frage mich, wie das hier reingekommen ist. Ja, das ist halt neu. Tja. What? Huh, ein neuer Ort! Okay. Ja, das ist natürlich cool. So, jetzt wollten wir bei den Tunnel der Liebe. Genau. Ja. Lalalala. Wenn wir schon mal hier sind. Wie der läuft, ne? So. Was ich mich trotzdem aber jetzt frage ist... Wie wird der Tunnel der Liebe sein? Ja, wenn wir jemanden lieben oder von jemandem geliebt werden. Und dann zerstört es alles. Das vieles mehr. Erfahren wir in der nächsten Folge.